Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich, hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Freddy, wie siehst du denn aus? Was ist dir denn passiert? Ich sag dir, das war echt richtig aufregend und gefährlich. Das glaube ich dir gleich. Du hast dich ziemlich am Kopf verletzt. Weißt du, ich bin zusammen mit meiner Mama am Fetzendorfer Weiher Paddelboot gefahren. Und plötzlich hatte ich eine Idee. Ich wollte unbedingt mal ausprobieren, ob ich auf dem Wasser laufen kann, so wie der Petrus das gemacht hat. Wie? Du hast die Geschichte aus der Bibel nachspielen wollen? Ja, ich bin einfach aus dem Boot geklettert und wollte loslaufen. Aber ich sag dir, das ging schief. Ich bin sofort untergegangen und habe mir dabei voll den Kopf am Boot angeschlagen. Und das hat richtig arg geblutet. Und beinahe wärst du ertrunken, oder? Beinahe. Zum Glück hat mich meine Mama am Bein gepackt und wieder rausgezogen. Und dann hat Mama zu mir gesagt, Freddy, so geht das nicht. Sowas kannst du nicht einfach ausprobieren. Jesus hat doch dem Petrus gesagt, dass er das machen soll. Das will ich jetzt aber genau wissen. Ich habe im Kindergottesdienst schon gehört, dass Petrus dem Jesus so richtig fest vertraut hat und unglaubliche Dinge mit ihm erlebt hat. Hallo! Hallo! Wir hören heute eine Geschichte über Jesus und seine Jünger am See. Es ist wieder mal ein langer Tag gewesen. Jesus und seine Freunde waren den ganzen Tag zusammen unterwegs. Jesus hat viele Menschen geheilt. Er hat viel Gutes für die Menschen getan. Aber so ein Tag ist auch anstrengend. Dauernd wollen Leute mit Jesus reden. Alle finden ihn toll, alle wollen bei ihm sein. Sie wollen, dass er ihnen hilft. Als es langsam dunkel wird, sagt Jesus zu Petrus: Geh mit den anderen Freunden auf das Boot und fahrt los. Ich komme dann später nach. Petrus sucht seine Freunde zusammen und sie gehen ins Boot. Der Wind bläst etwas, aber sie fahren trotzdem los. Jesus verabschiedet sich inzwischen von den vielen Menschen. Er wünscht ihnen eine gute Heimreise und auch eine gute Nacht. Und dann ist Jesus ganz alleine. Er geht auf einen Berg. Dort setzt er sich hin. Jesus möchte mit Gott im Himmel sprechen. Er möchte beten. Jesus betet also auf dem Berg. Die Freunde sind mit dem Boot schon weit nach draußen gefahren. Der Wind wird stärker und sie kommen kaum mehr vorwärts. Sie rudern und schwitzen. Ein Sturm auf dem See? Das kennen die Freunde ja schon. Das haben sie letztens auch schon einmal erlebt. Aber da war Jesus dabei. Jetzt ist Jesus nicht da. Jesus ist ja auf dem Berg. Jesus sieht seine Freunde auf dem Wasser und er sieht, dass sie Hilfe brauchen. Jesus steigt vom Berg herunter und geht zum See. Und jetzt? Jesus geht einfach weiter. Er spaziert über den See, er läuft auf dem Wasser. Von Weitem sehen die Freunde etwas auf sie zukommen. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes rufen durcheinander. Da kommt jemand! Da läuft jemand auf dem Wasser! Das kann doch kein Mensch! Das ist bestimmt ein Gespenst! Alle haben Angst. Auf einmal hören die Freunde eine Stimme. Das ist doch die Stimme von Jesus. Und Jesus ruft: Hey, ich bin es doch, ihr müsst keine Angst haben. Die Freunde trauen ihren Ohren und Augen kaum. Da kommt Jesus ihnen entgegen und er läuft auf dem Wasser. Das gibt es doch nicht. Petrus kann als erster widersprechen. Jesus, wenn du das wirklich bist, dann sag, dass ich auf dem Wasser zu dir kommen soll. Jesus gibt ihm zur Antwort: Dann steig aus dem Boot und komm. Petrus steigt aus dem Boot. Und tatsächlich, Petrus kann auf dem Wasser laufen. Aber auf einmal fängt Petrus an nachzudenken. Moment mal, ich bin doch ein Mensch. Ich kann doch gar nicht über das Wasser laufen. Da fängt Petrus an zu sinken. Das Wasser trägt ihn nicht mehr. Er bekommt Angst. Angst vor den Wellen und Angst vor dem Ertrinken. Petrus ruft zu Jesus.
Jesus, hilf mir schnell! Jesus streckt die Hand Petrus entgegen und hält ihn fest. Jesus sagt zu Petrus, du kannst mir doch vertrauen. Wenn du fest daran glaubst, dass ich dir helfe, dann klappt alles. Dann kannst du sogar auf dem See spazieren gehen. Jesus und Petrus steigen ins Boot zurück. Der starke Wind hört auf. Petrus und die anderen Freunde fallen vor Jesus auf die Knie und sagen, du bist wirklich Gottes Sohn. Was Jesus kann, ist einfach genial. Ja, er ist Gottes Sohn. Der Petrus war so begeistert von Jesus, dass er aus dem Boot gestiegen und hin zu Jesus gelaufen ist. Aber als er nicht mehr auf Jesus geschaut und die großen Wellen gesehen hat, da hat er Angst bekommen und ging unter. Als er unterging, hat Petrus dann doch wieder nach Jesus gerufen und er hat ihn gerettet. Ah, das finde ich gut, dass der Petrus doch wieder Jesus vertraut hat. So ist das bei Jesus. Er gibt immer wieder eine Chance, neu auf ihn zu vertrauen. Vielleicht fällt es dir ab und zu schwer, Jesus zu vertrauen. Probier es einfach immer wieder aus. Auch wenn du nur ein ganz kleines bisschen auf Jesus vertraust, wirst du merken, dass er für dich da ist. Jesus ist ein Freund, dem du echt vertrauen kannst. Er meint es gut mit dir und will mit dir zusammen durchs Leben gehen. Tschüss! Tschüss!